Und ein Moinsen zu einem, ja, etwas anderen Video und auch zu einem, ja, ist schade, dass dieses Video kommt, aber war auf irgendeine bestimmte Zeit absehbar, denn ich kann schon vorwegnehmen, dass es jetzt erstmal vorerst keine Trailer vor den Spielen für die Spiele geben wird. Ausgangspunkt ist ganz einfach, der Freiburg-Trailer wurde einen Tag nach Release, also ein paar Stunden nach dem VfB-Spiel dann, also einen Tag nachdem er online war, gesperrt, deaktiviert, gelöscht und ich habe eine Urheberrechtsverwarnung bekommen. Da das sich da scheinbar mit dieser Rechtslage ein bisschen geändert hat oder beziehungsweise das scheinbar Rechteinhaber am Bundesliga-Content, was ich ja schon immer nicht bin, also ich bin da eben immer so ein bisschen auf, ne, ist eh immer so ein bisschen fraglich mit diesem oben unten schwarzer Balken, der Algorithmus wird es schon nicht finden und sowas, also ne, deswegen, es war irgendwie klar, dass es irgendwann mal kommt. Aber die dann scheinbar auch bei sowas hinterher sind, bei irgendwie 200 Aufrufen, Trailern. Ne? Die erste Verwarnung, ich habe auch schon mal das Video, glaube ich, schon mal aufgenommen und ihn da ein bisschen vertan, weil ich war mir damals nicht klar, was heißt jetzt diese Urheberrechtsverwarnung? Ist das genau diese Verwarnung, die man immer kennt, von wegen drei Strikes und der Kanal ist weg? Und ja, das ist so. Hier, ich hinterlege es euch mit ein paar Bildern. Wenn du drei Urheberrechtsverwarnungen erhältst, werden dein Konto und alle zugehörigen Kanäle gekündigt. Und ich habe vorher gesagt, ja, ich mache nochmal einen Versuch mit dem Mainz-Trailer, mal gucken, ob da der Content auch rausgehoben wird oder ob es nur so ein Einmal-Ding war, aber jetzt sage ich nee. Weil wenn es dann wieder so, wie ich es erwarten würde, weil wie gesagt, dieses indische Unternehmen, die jetzt Rechte daran haben, dieses Fancode Mobil, haben dieses Video geclaimed und ich gehe fest davon aus, dass sie den Trailer dann gegen Mainz auch claimen werden. Ich gehe auch davon aus, weil sonst wäre der Kanal quasi schon weg, dass es halt wirklich nur darum geht, dass sie diese Rechte ab dieser Saison haben, so wie man es ja auch auf den Bundesliga-Seiten und so weiter durchlesen kann und auch auf anderen englischen Artikeln sehen kann, dass sie diese Rechte halt ab dieser Saison haben. Das heißt, es wird auch in diesem Freiburg-Trailer nicht um die Schnipsel von Freiburg-Stuttgart aus der Saison 18-19 und 17-18 gehen, sondern eben um diese Geschnipsel vom Rostock-Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen Trailer, was ich mir überlegt hatte, ich mache nochmal einen Test und gucke, aber nee. Das ist mir einfach nicht safe genug. Wenn ich jetzt Freiburg-Clips aus dem Freiburg-Spiel in den Mainz-Trailer reinmache, wird er auch einen Tag später oder sowas gesperrt werden. Dann stehe ich auf zwei Verwarnungen. Und dann brauchen die nur oder braucht irgendwer anders nur irgendein anderes Video zu finden, wo auch eine Urheberrechtsverwarnung reinklatscht. Dann sind wir bei drei und dann ist der Kanal weg. Deswegen gehe ich da doch lieber auf Nummer safe. Wie gesagt, ich habe das Video quasi schon mal getreten. Da war ich noch der Meinung, ich versuche es nochmal. Wie gesagt, diese Urheberrechtsverwarnung wird auch aufgehoben, irgendwie Mitte Dezember, 18. Dezember sehe ich hier, wird die aufgehoben, weil ich so einen komischen Kurs da gemacht habe, also Urheberrechtskurs. Also die geben dir ein englisches Video, was ich nicht geschaut habe, geben dir für Fragen, die jeder Mensch ohne Wissen beantworten kann. Und dann hast du den bestanden. Also irgendwann am 18. Dezember ist dieses Ding dann wieder weg, solange ich unter drei Verwarnungen bleibe, auch in diesem Zeitraum. Aber das ist mir einfach nicht safe genug. Die haben da scheinbar, ne, einfach aus dem asiatischen Raum diese Rechte jetzt an der Bundesliga ab dieser Saison. Ich habe es auch schon in Zusammenfassungen gesehen, habe ich auch ein Bild zu von Vietnam, wo dann 12 Minuten 30 Zusammenfassung vom VfB-Spiel drin ist, die auch scheinbar Rechte von 2020 bis 2025 haben. Da weiß ich eben auch nicht, wie lange haben die jetzt mein Video geclaimed haben, dieses Fancode-Mobil-Ding, wie lange haben die da Rechte dran? Ist das für diese eine Saison, ist es länger? Weil sonst wüsste ich ja, weil sonst davor ist ja nie was passiert, ne? Aber dann wüsste ich ja quasi, yo, die haben das für eine Saison, das heißt, nächste Saison kann ich nochmal versuchen, ob es klappt mit Trailern, aber ne, ich könnte natürlich auch Trailer machen mit so quasi nur altem Zeug, also halt keine aktuellen Spiele, aber ich weiß nicht, ob das so geil ist. Können wir in die Kommentare halt schreiben, ob das so quasi ein Kompromiss wäre, weil wie gesagt, es geht ganz offensichtlich nur darum, um die aktuellen Spiele. Das heißt, ich kann auch gegen Mainz beim Trailer nur Clips nehmen von Spielen gegen Mainz, von Kang, vor zwei Saisons, vor drei Saisons, wo die halt noch keine Rechte haben und halt nichts vom Freiburg-Spiel mit reinnehmen, weil daran haben die Rechte und das claimen die dann wieder, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, entweder das, wir machen die Trailer nur so, dass es alter Bundesliga-Content ist und halt keine aktuellen Spiele, was halt auch irgendwie keinen richtigen Sinn verfolgt, würde ich sagen, oder es wäre halt ein bisschen schade, kein Aktualitätsbezug. Oder halt, schreibt auch gerne da, ich überlege selber und schreibt gerne da in die Kommentare rein, was ihr da so viel überlegen hättet. Wir tauschen das Format einfach, ne? Wir haben jetzt die Podcasts, wir haben die Stadion-Vlogs und wir haben ja, die Reaction, die Livestreams dann gelegentlich zu den Auswärtsspielen. Weil wie gesagt, wir hatten es auch schon mal bei
Stadion Wido gegen Sandhausen, was glaube ich Saison 16-17 in der zweiten Liga. Das wurde auf einmal weltweit gesperrt und sowas. Wenn da auf einmal irgendwie dann auch noch beim anderen Video was kommt, dann braucht es nur noch ein Ding, was irgendwer anders dann noch von Sachen vor Jahren findet, gefühlt auf meinem Kanal. Und dann ist der Kanal weg. Und da habe ich keinen Bock drauf. Sollte dieser Kanal weg sein, auch nochmal kleiner Hinweis quasi. Also erstmal bitte gerne die ganzen Social Media Kanäle folgen, dann kriegt ihr damit, was passieren würde, wenn der Kanal weg ist. War ja auch schon beim Instagram-Kanal auch so, der war auch einfach irgendwann mal weg. 3 Strikes innerhalb von 5 Minuten bekommen von Trailern, die ich ja damals auf dem alten Account noch hochgeladen hatte, auf Instagram, irgendwo aus dem September, und dann war irgendwann im März habe ich diese Mails bekommen, der Kanal war weg. So schnell kann es bei dem YouTube-Kanal halt auch gehen, weil wie gesagt, ich bin da relativ behutsam und gebe ganzen Quellen an und alles, bin da relativ, was heißt vorbildlich, aber halt relativ genau, was das auch angeht. Aber halt diese Bundesliga-Rechte gehören halt auch nicht mir, ne? Also ich kann da jetzt gar nicht groß meckern. Ich hatte Glück, dass es bisher halt noch nie aufgefallen ist. Aber es ist jetzt erstmal, aus meiner Sicht, erstmal das Ende von den Trailern leider. Muss mal gucken, wie wir das machen. Ich kenne das ja, dass irgendwelche Trailer halt geclaimed werden oder so, sonst ist es halt meistens so, jo, für Minute 1 bis Minute 2, das Lied haben wir erkannt und dann kriegt der, der das Lied halt gemacht hat, würde das monetarisieren können oder sperrt es in manchen Ländern oder sperrt es halt auch überall oder wie auch immer, alles okay. Aber sowas habe ich auch nie mit einer richtigen Urheberrechtsverwarnung, Verwarnung 1 von diesem Kanal. Deswegen erstmal die Trailer leider, ist ja auch ein großer Teil von dem Kanal, den Trailer leider erstmal weg. Ich mache mir Gedanken, ihr macht euch Gedanken, schreibt gerne in die Kommentare rein. Ich denke, am sinnvollsten ist es, wenn man es einfach durch ein, entweder gar nicht ersetzt oder halt durch ein anderes Format ersetzt, weil, keine Ahnung, Trailer mit nur Clips dann von Mainz aus der Saison 18, 19 und 17, 18 und der aktuellen Pressekonferenz, keine Ahnung. Das würde ich selber nicht fühlen. Jetzt kommen sie halt einem oder sind die einem halt auf die Schliche gekommen, selbst bei einem Video mit 200 Aufrufen. Es kann natürlich auch sein, dass dieses Video quasi so ein einmal in 40 war. So auch diese Trailer-Videos, gab es auch welche, die weggesperrt wurden. Da war es halt ein Trailer von 40, 50 oder sowas. Aber die wurden halt immer nur quasi verwarnt und halt irgendwie die monetarisieren das und das ist nicht okay oder mach das mal unscharf, dann kannst du wieder hochladen und so weiter. Oder auch das Stadionvideo, was ich gebracht habe, das Beispiel mit Sandhausen-Video, war auch einer von 20 Stadion-Vlogs in dem Jahr und sonst wurde auch bisher nie ein Stadion-Vlog gesperrt. Aber erstens glaube ich das in dieser Thematik diesmal nicht, sondern dass ich glaube, dass auch der nächste Trailer gegen Mainz mit Freiburg-Inhalten auch direkt weggesperrt würde. Und es ist halt eine richtige Urheberrechtsverwarnung, wo ich dann nur noch 2 übrig habe jetzt. Und dazu, wenn ich den Versuch machen würde, wie ich es zuerst geplant hatte, was mir aber jetzt viel zu gefährlich ist, da ist mir der Kanal einfach zu wichtig für, hätte ich dann noch einen frei. Und wie gesagt, dann müssen die sich irgendein random Ding suchen. Und dann zack ist der Kanal weg. Deswegen gucken wir, wie es mit dem Trailer weitergeht. Gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache meine Überlegungen. Zum Wohle des Kanals werde ich da jetzt erstmal vorsichtig sein oder nicht weitermachen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke fürs Zuhören. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr dazu sagt und was ihr so für Ideen hättet. Und bis zum nächsten Mal.